Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Deponia, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir befinden uns gerade hier in der Poststelle von Kuwak. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Wirklich, also ab hier wird es jetzt wieder so ein bisschen semi-blind, weil ich wirklich nicht mehr weiß, was wir machen müssen und was ich jetzt wirklich tun muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier zum Funkgerät kommen muss, oder? Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Ah, okay, ja doch. Ja, ich brauche noch Kopfhörer auf jeden Fall. Die kriege ich auch noch irgendwo her. Wo kann ich denn überall hin? Ach ja, ich kann zum Horchposten. Da gehe ich mal hin. Weil da können wir auch mal hingucken. Ach, da war ja der Telefonist. Stimmt, mit dem haben wir noch gar nicht geredet im letzten Part. Er sieht ziemlich relaxed aus. Ja, ich wollte gerade noch sagen, dass wir uns kurz mal mit ihm unterhalten werden. Und dann war meine Maus schneller als mein Gehirn. Was öfter mal der Fall ist, aber... Oh, guck mal, da oben ist so ein Teddybär. Das Teddy. Guck mal, da ist ein kleiner, süßer Teddybär. Oh, ist der nicht süß? Ein kleiner Teddy. Ich hatte auch mal, glaube ich, einen Teddybären, oder? Nee, ich hatte einen Papageien als Kuscheltier. Kein Pinguin, aber ein Papageien. Der war sogar so groß, dass du es hier reinlegen konntest. Ich weiß, das interessiert keine Sau, aber ich wollte es einfach mal erzählen. So, hallo, du komischer Typi. Hey, huhu. Hallo. Hm? Ja, was gibt's? Ja, nicht viel. Ich will deine Kopfhörer haben. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ja, ich bin jetzt aber hier, weil ich ganz dringend funken muss. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Ach, ich weiß jetzt wieder, was ich bei dem Typen machen muss, auf jeden Fall. Massen muss, Super gutes Deutsch heute wieder, Thorsten. Du bist heute der King wieder mal. Nee, ich kann mich erinnern, was ich mit dem machen musste. Und zwar gab es ja in Kuwak, in der Mitte der Stadt, gab es so einen Funkmast. Also so eine Art Funkmast. Und den muss ich die ganze Zeit benutzen, dass unser guter Dr. Gizmo die ganze Zeit am Telefon halt ist und mit dem Typen dann redet und so weiter. Dann wird der hier voll irre und dann habe ich da auf jeden Fall die Chance, weiter voranzukommen. So, glaube ich, war das gewesen. Aber erstmal quatschen wir noch ein bisschen mit dem, weil der ist so lustig, der Typ, den ich gerne einfach in die Fresse hauen will, weil der mich nicht funken lässt. Von wo aus kann ich denn funken? Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es klar, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Er wollte es nochmal klarstellen. Also er leidet nicht an Selbstunterschätzung, aber alle anderen. Und ich glaube, der Typ scheint neu im Dorf zu sein, weil so viele Geschichten kennt er noch nicht über Rufus. Deswegen ist er noch ganz locker. Weil ich hätte ein bisschen Panik, wenn Rufus neben mir stehen würde und die ganze Zeit mein Funkgerät haben möchte. Aber naja, ich lasse sowieso keinen hier an meine Apparatur, an mein liebes Headset. Oder mit, nein, hier auch mein Headset aus, mein schönes, wunderbares Mikrofon. Was mir schon sehr oft geholfen hat. Wirst du denn gar nicht irgendwie müde, du komischer Telefonistentypi? Wirst du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Oh, okay, das hat gesessen auf jeden Fall. Das sieht wirklich scheiße aus, der Typi. Mit seiner komischen Tröte am Kopf da oder so, was das sein soll. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Na jetzt, richtig arbeiten tust du auch nicht. Du sitzt einfach nur rum und machst gar nichts.
Naja, okay. Aber du hast hier nette Tauben. Nette Tauben? Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Aber das ist auf jeden Fall interessant, das mit den Tauben, weil, wenn wir uns zurückerinnern, hat ja der Vater von Rufus ein Gerät erfunden, womit er das Erdmagnetfeld umdrehen konnte und so besser schlafen konnte. Ja, das war der Vater von Rufus. Also ich würde auch gerne mal einfach mal irgendwas drehen, zum Beispiel den Mond. Wenn ich abends schlafen möchte, scheint der immer genau in mein Gesicht rein. Das ist immer sehr schön und besonders, also wenn du sowieso nicht gut schlafen kannst, dann kommt auch richtig schön der Vollmond dazu und da sagst du echt, geil, danke, ich wollte eigentlich schlafen, aber ich darf ja nicht. Gut, ich könnte die Jalousien runtermachen, aber es bringt auch nichts. Egal. Gut, dann hauen wir erstmal wieder ab. Dankeschön fürs Gespräch. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Aber war auch mal schön, mit dem zu quatschen, weil damals habe ich noch nie mit dem gequatscht beim ersten Mal laufen. Was hast du denn hier für einen komischen Schrank? Den machen wir doch mal einfach mal auf. Mhm. Ein Schrank, wo nichts drin ist. Naja, wir gucken trotzdem mal rein. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Was für ein bescheuerter Satz. Nee, aber was ich halt richtig cool finde an halt Deponia, ist halt die Sache, dass wirklich so viele Sachen eingesprochen sind, die einfach nur entweder keinen Sinn machen, total lustig sind und einfach nur, ich weiß nicht, ich finde es einfach immer toll, das Spiel zu spielen. So, aber jetzt machen wir erstmal Folgendes. Und zwar, er hat ja gesagt, dass das Erdmagnetfeld ja die Tauben ein bisschen halt nervt oder halt, die orientieren sich daran. Jetzt mache ich das einfach mal da rein. Sehr, sehr gut. Und ich weiß noch, dieses Minispiel war mega scheiße. Hier ist ein Mikrofon. Kann ich was mit der Wünschung? Das Erdmagnetfeld hat hierauf keinen Einfluss. Und Leute vom Schlafen abhalten konnte ich damit auch vorher schon. Okay. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Hattest du aber nicht, die hatte denn lieber Vater. Wir können ja mal ganz kurz mal was gucken. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Leider wird mir überhaupt nicht gesagt, was ich hier machen soll. Ach, guck mal, jetzt habe ich die Tauben gedreht. Jetzt sind überall die gleichen Tauben zu sehen. Warte mal. Kann ich noch irgendwo? Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wo ich überdrehe. Ach, ich kann immer nur die. Wieso kann ich immer nur die beiden drehen und nicht den äußeren? Ah, jetzt kann ich den drehen, okay. Jetzt haben wir wieder drei von denen. Ich lasse es mal. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Aber ich glaube erst ein bisschen später. Weil ich muss jetzt erstmal was holen. Wie war denn das nochmal? Gehen wir erstmal zum Rathauseingang. Ich weiß auf jeden Fall, musste ich was mit den Katzen machen. Das weiß ich noch. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich da auch später hier hochkomme. Ich muss den erstmal ein bisschen ärgern. Dann gehen wir erstmal noch raus. Mir wird es schon wieder einfallen, was ich machen musste. Es ist keine Menschenseele hier irgendwo zu sehen. Wir können ja mal zu Toni mal gehen. Ah, Toni ist da. Hallo, Toni. Ich sagte Finger weg. Ja. Aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und, sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Oh, nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief
Durchatmen. War das jetzt richtig gewesen, dass ich die... Nee, das war nicht richtig. Au, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe gerade eine lustige, wunderbare Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift-Geheimagent. Jawohl, es hat was gebracht. Präparierter Dartpfeil. Jetzt haben wir hier, das ist ja ein Narkotikum. Ist ja dafür gedacht, dass du Leute halt, wie der Name schon sagt, ins Koma bringst. Und wir müssen ja die Coupons holen. Toni! Viel Spaß. Schlaf eine Runde. Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Na, das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir den Trichter. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Das Blasrohr mit einem schönen Dartpfeil und das Narkotikum drin. Leute, macht das auf jeden Fall mal nach. Wird auf jeden Fall viel Spaß machen. Ist nur, glaube ich, ein bisschen schwer nachher, den Dartpfeil rauszukriegen aus dem Kopf oder aus dem Körper des Menschen. Aber egal, Hauptsache man hat mal Spaß gehabt. Aus geht's. Ja, man merkt schon, bei dir hat das Narkotikum schon gewirkt. Rufus, los geht's, durch das Fenster. Au! Was zum... Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Yes! Cool! Jetzt können wir die Coupons holen! Juhu! Die Coupons sind meine! Wir reden noch mal ganz kurz mit Toni, jetzt wo sie voll beruhigt ist und so weiter. Erstmal gucken wir uns sie an. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Und warum gibst du ihr nicht jedes Mal dieses komische Zeug, damit sie voll lieb ist? Keine Ahnung. Gut, reden wir mit ihr. Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Oh, wie süß, Toni. Ich mag dich so. Du hast doch nichts dagegen bestimmt, wenn ich mir ein paar Coupons nehme, oder? Du hast doch bestimmt nichts dagegen. Hey, Toni. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Okay, wir holen mal ganz schnell ab, bevor sie merkt, dass wir die Coupons geklaut haben. Danke, Toni. Tschüss. Mann, das hat ja wirklich nicht lange gehalten, die wunderschönen Beruhigungsmittel und so weiter. Ja, gut, wir haben die Coupons. Und mit diesen Coupons, das waren doch, glaube ich, irgendwelche Verschickungscoupons, oder? Rufus, was sagst du dazu nochmal? Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Alles klar, damit weiß ich auf jeden Fall schon mal Bescheid. Jetzt kann ich nämlich eine Sache machen. Moment, auf ins Tortzentrum. Hier haben wir ja die Notrufsäule oder die Gegensprechanlage. Und da werde ich einfach mal den Papageien draufsetzen. Und der wird sich dann die ganze Zeit unterhalten mit dem guten Dr. Gizmo. Passt auf, Leute. Das ist ein bisschen gemein, aber auch irgendwie cool. Wir bringen wieder ein bisschen Chaos in die schöne Stadt. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen?
Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Handymaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ah! Und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Und der Telefonist wird sich auf jeden Fall sehr darüber freuen, was wir gemacht haben. Oh, es ist gar kein Wenzel da. Nein, seine Wasserquelle hat er noch. Alles andere ist irgendwie noch okay. Badezimmer? Nö, auch nicht mehr. Gut, dann können wir hier mal rausgehen und mal uns noch wieder zurückmachen in die... Moment, warte mal ganz kurz. Ist hier hinten noch irgendwas? Ach ja. Ja, das sind wir gerade. Hallo. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Lonzo steht immer noch in seiner Ecke. Okay, dann können wir hier weg. Und dann wieder ab zurück in die Poststelle. Gucken wir mal, was der Telefonist gerade hat. Rufus ist ein Nichtsnutz. Okay, sehr gut. Wir können ja mal die Coupons mal abgeben bei ihm. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Oh, die arme Katze. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ich glaube, jetzt habe ich gerade die falsche Taube gerade benutzt. Das war eine Taube für ein leichtes Ding. Der hat zwei Dinger gemacht. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Moment. Ich glaube, das ist die trottelige Eule. Taube. Ich brauche die alte. Ich brauche hier bei diesem Rätsel auf jeden Fall die tattrige Eule. Na, ich glaube, so wird es richtig sein. Ich lasse sie mal so. Vielleicht. So, dann werden wir mal Folgendes machen. Ich weiß noch auf jeden Fall, ich muss hier die Katze dazu zwingen, dass die halt mehrere Licker drauf macht. Auf jeden Fall war hier noch irgendwo eine Katze. Nee, ich glaube doch bei Ersatzkatzenschublade, da war der eine noch gewesen. Leider habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, das Rätsel noch rauszufinden. Vielleicht kriege ich es ja doch noch irgendwie raus. Ich gebe mal ganz kurz nochmal die Coupons nochmal ab. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Lab. Ja, das kennen wir schon. Geschenkgutschein ein, Leid geben Sie Adresse. Was? So, es war jetzt wieder zwei. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ein. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Handymaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach. Okay, das war jetzt die alte Taube. Ich glaube, wenn mich recht zu erinnern, muss ich der Katze hier
ein Schnelligkeitsding geben und der Kat... Nein, halt andersrum. Die muss langsam laufen und die muss schnell laufen. Ich glaube, das war es so gewesen. Freunde, ich hoffe, ich habe das Rätsels Lösung geknackt und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Part von Deponia. Reingehauen und vorbeischauen. Tschüss, macht's gut. Bis denn, Freunde. Ciao.